Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Crew Beta. Hallo! Beta Crew. Genau. Und heute mal in der Crew. Genau. Endlich. Ich hab's auch endlich geschafft, dazu deswegen, zu stoßen. Deswegen haben wir heute auch keine Facecam mehr, weil das würde einfach überladen mit 1000 Gesichtern noch auf den 1000 Gesichter. Bildschirm. Ja, genau. Ja. Hinter mir der gute Marcel im Chevrolet Camaro. Kennt er ja aus den ersten 8 Folgen. Ja, und ich bin jetzt auch mit dabei mit dem traumhaften Mustang. Yeah. Mustang GT 2011. Ich hab irgendwie meinen Motor ist am Arsch. Ich komme hier nicht mehr weg. Guck mal. Weißt du was? Ich komme hier nicht mehr weg. Ich glaube, ich habe meinen Motor geschrottet. Ohne Scheiß. Naja, das liegt vielleicht am Gelände. So, ja. Weil wir sind ja, wir haben einen coolen Spot gesucht. Sind dann hier im Grün gelandet, weil wir den Bullen abhauen mussten. Aber da sieht man mal wieder, wie realistisch das Spiel ist. Ja. So, ja, wir machen die Story erstmal weiter, ne? Und dann haben wir uns überlegt, vielleicht euch mit auf einen kleinen Rolltrip zu nehmen. They see me rolling, they hate him. Ja. Oder vielmehr, wenn ihr die Folge seht, dann bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Was für ein Raser? Ich hab doch alles gemacht. Ob die Leute das sehen oder nicht. Nee, aber ich denk mal. Nee, weil so. Es gibt. Ja, klar. Es gibt aber, ich meine nur, es gibt genug Channel, die schon so einen Roadtrip gemacht haben. Aber das ist immer wieder geil, weil genug, also ich denke mal nicht, dass irgendwer die Spielwelt schon komplett gesehen hat. Ja. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal hier Crew Co-op. Machen mit der Mission erstmal weiter. Yo! Der Crew-Vorschlag, hat das geklappt? Irgendwie? Wartet noch auf Antworten, steht bei mir. Jetzt ist es weg. Hä? Also ein bisschen buggy noch, Leute. Warte, Crew Co-op. Ich hab Matze. Achso. Annehmen. Ja, jawohl. Geht's. Ja, man muss nur wissen, wie. Tighter Scheiß. Ja, jetzt haben wir den. Jetzt ist der Troy jetzt zweigeteilt und fährt. Der Unterbau fährt bei dir mit und der Kopf fährt bei mir mit. Oder wie sieht das jetzt aus? So wird's sein. Oder fährt der jetzt alleine und wir müssen den beschützen? Ich weiß es nicht. Der steigt auf jeden Fall bei mir ein. Bei mir auch. Ja, okay. Los! Ja, Zwillinge. Wir haben das Rätsel gelöst. Ja. Ja, in der letzten Folge habe ich die Mission dann nicht geschafft. Deswegen habe ich jetzt dann gewartet, bis New Kid auf dem gleichen Level ist, dann können wir es endlich zusammenspielen. Schauen wir mal. Jawohl, dann sind wir direkt nebeneinander. Außer ich muss dich schützen. Ja? Ja. Okay. Ach so, ja, gut, dann fährt er nur bei mir. Auch direkt Fail hier. Ja, ich bin schon raus aus dem Radar jetzt. Also ich habe haben jetzt einen Gesuchtstatus bei ich bin jetzt aus der Sicht raus auf jeden Fall. Hab noch einen Stern. So in etwa. Das gleiche Prinzip wieder wie bei Watch Dogs eigentlich. Wir dürfen jetzt nicht mehr da reinkommen. Ja, und dann war's schon. Wer die letzte Folge gesehen hat, der wird sich jetzt denken, what the fuck, warum hat er das jetzt nach 13 Sekunden geschafft und vorher total gefailt? Doof, dass die Leute das bei mir sehen, weil bei mir war der absolute Fail. Ich habe mich sofort überschlagen bei mir und ist einfach dann inmitten der Polizei, aber hab Gold. Ja, aber das ist doch okay. Bei mir war einfach nichts, außer dass ich direkt weg war und nur geradeaus kurz gefahren bin. Aber daran sieht man direkt wieder, das Spiel macht, glaube ich, in der Crew direkt viel mehr Spaß. Oder in der Crew wird es noch zu einfach am Anfang. Tja. Ich kann direkt was ausstatten. Haben wir ein neues Upgrade. Ja. Das ist sehr. Erzähl du mal, ich habe ja die letzten 8 Folgen nur erzählt. Ich bin mal froh, wenn ich das Spiel genießen kann und mal nicht erzählen muss. Ja, ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. Hast du deine Meinung schon abgegeben oder so? Ich habe mehrfach immer wieder schon meinen aktuellen Status des Spiels kundgetan. Ja. Okay, Mann. Ich habe gesagt, dass ich auf jeden Fall erst das fertige Spiel abwarten muss, um mir ein wirkliches Urteil zu bilden. Also ich habe bis jetzt immer Spaß gehabt die ganze Zeit. Macht Spaß, das Auto fühlt sich jetzt auch richtig gut an, am Anfang hat es meine Probleme. Aber wenn man jetzt einmal mit dem Auto die ganze Zeit fährt, mein Gott, da sind wir schon direkt wieder nebeneinander. Ja. Dann wird das auf jeden Fall, macht das Spaß. Gibt's was Neues? Ich habe Troy vor dem Knast bewahrt. Alles beim Alten. Ich würde gerne einen Roadtrip eigentlich machen. Bleib am Ball. Oh. Wow.
Ah, der Matze, der ganz schöner Verkehrsaudi hier, ne? Ja, ich war ein geiles Audi. Sollen wir mal gucken, wir sind ein Level, ne? Sollen wir mal gucken, eben hier mal. Boah, gucken, wer schneller ist. Hier, wo es gerade geradeaus geht. Ohne Nitro. Können wir ja mal gucken, eben, wie schon die Status. Der Status des jeweiligen Autos ist. Ja, geil. Also hier jetzt, Leute, kleines Drag Race. Ja. Lass mal in den, in die Verkehrs-, in den richtigen Verkehr. Ja. Ja, gut, jetzt stehen da die Affen da vorne. Okay, ja, warte mal. Ist halt illegale Straßen. Ja. Bis zur ersten Kurve da hinten. Okay. In. Warte, wenn grün wird, ja? Oh, hab ich ja. Ich hab direkt auf die Kamera gedreht. Voll der Fehlstart. Also fast. Naja, du bist ein Tick schneller. Oh, boah. Mein Gott. Boah, Alter. Obwohl, nee, jetzt komme ich ran, aber. Boah! Hammer! Handbremse ist auf jeden Fall geil auf Viereck, da hat schon richtig Spaß mit. Wir können hier jetzt nochmal kurz gucken, ne? Ja. Sollen wir nochmal probieren? Auf 3 machen wir dann einfach. Dann ist es einfacher. Oder hier ist direkt eine Ampel, warten. Also ja, dann lass auf die Ampel warten. Ja, dann stellen wir uns direkt. Ach. Boah. Stell ich neben den gelben, davor schnell. Ich sehe die Ampel jetzt gar nicht. Du musst einfach nach rechts gucken und dann Gas geben, dann geht die Kamera automatisch nach vorne. Ja. Oh, sorry, warte. Moment. Ey, was macht der denn? Wir erhalten Berichte über einen Verkehrsgefährder. Ein Verkehrsgefährder? Ey! Schert der aus in dem Moment? Boah! Mein Gott! Na ja, gut, irgendwie, das wird nichts. Nee, das scheiße mit dem Verkehr, aber egal. Wir können uns auf dem Roadtrip messen. Genau, stimmt. Wenn wir den dann. Ja, gut, wir können einfach mal starten und mal gucken. Ja, wir haben jetzt 7 Minuten aufgenommen. Ja. Das wollte ich sagen, ja, genau. Kurzer Eindruck von mir, so, ich habe jetzt auch schon 2-3 Stündchen. Also, ich freue mich immer noch mega. Also, seitdem das Spiel angeteasert wurde, habe ich mich mega gefreut. Weil. Hatte ich dir ja auch schon gesagt, dass ich mag diesen Fast and Furious und Need for Speed Underground Spirit, der hier drin ist, einfach. Ja. Einfach mal wieder geil, so ein Underground Racer. Genau. Ja. Dass mir das auch sehr gefällt. Diese Klischees sind einfach auch super aufgegriffen. Ja. Und man ist direkt auf jeden Fall direkt verbunden so mit dem Spirit, wie du schon sagtest. Man ist halt, fühlt sich auch direkt so, dass man einfach hier sofort loslegen will und losfahren will und einfach rasen möchte. Sollen wir die Story-Mission mal eben machen? Weil wir können wir machen. Hier. Ja. Oh. Ja. Hä, das kann man nicht im Koop spielen? Nicht? Koop. Das Duell? Diese, kein Koop für diese Mission. Ja, dann mach die einfach. Ich mach die auch, dann können wir ja... Na gut. Spielen wir ja trotzdem ungefähr das gleiche. Das Duell. Ja, ja. Eigentlich genau dasselbe. Le Duel. Ich weiß nicht, warum wir immer so einen französischen Spirit auch immer am Start haben. Hey, Mustang gegen Mustang. Streit. Das ist nicht gut für mich und mein Revier. Ich muss einen meiner Männer nach St. Louis schicken. Das läuft folgendermaßen. Der Sieger wird befördert. Der Verlierer nimmt es als Lektion fürs Leben und der Stress ist vorbei. Ich habe bis jetzt immer 2 Versuche gebraucht. Für alles hier in diesem Spiel. Ich mag diese Startsequenzen. Ja. Ich finde auch die fliegenden Starts richtig cool. Ja, dass man halt direkt reingeschmissen wird. Ja. Also ich hab ihn jetzt schon. Ja, ich auch. Ach so, das war's. Das war's schon. Ja, okay, deswegen. Geil. Ja, aber wahrscheinlich sieht's genau gleich aus bei uns. Ja. Aber man ist auch krass, wie geil man den Windschatten merkt. Also wenn du denn den Windschatten fährst, das ist super geil. Also das merkt man. Jolt. Bei vielen merkt man das ja nicht, bei vielen Rennsimulationen. Also... Bei GTA schon, aber das ist ja eher Arcade, aber hier verhält sich der Wagen auch viel, viel besser, wenn er im Windschatten fährt. Ja, das stimmt. Ja, können wir jetzt ein Folgenpäuschen machen. Fast Level 6. Ja. Ja, also zum Abschluss noch, sage ich noch, YOLO. YOLO. Nee, Quatsch. Nee, was ich noch sagen wollte, was tun. Gute Arbeit. Und jetzt hör zu. Detroit gehört mir.
Keine Frage, ich will expandieren. Fahr nach St. Louis. Ich habe da was für dich zu tun. Ja, jetzt müssen wir wohl eh nach St. Louis. Ja. Bietet sich ja an. Ja, ne, genau. Das Tuning-Modell gefällt mir natürlich auch mega fett. Wie läuft's? Gut. Troy zieht nach St. Louis kurz. Und mich benutzt er als Waffe. Sieht so aus, als stünde dir eine Reise bevor. Setze einen Wegpunkt für St. Louis. Geil, stehen auch direkt nebeneinander. Ich verfolge dich von hier aus. Oh, und sei vorsichtig mit Troy. Er hat einen üblen Ruf. Super. Ich melde super. Mich. Super, alles super auf der Erde. Wir können ja Rundtour machen und dann irgendwann in St. Louis ankommen. Ja, genau. Weil dann nervt uns doch keiner mit den Missionen und so. Das ist wohl wahr. Dann wohl wahr. So. Nee, jetzt komme ich jetzt auch nochmal zu Wort. Ja, sehr gerne. Du hast jetzt deine Zeit. Ich wollte nur sagen, dass mir das Tuning-Modell natürlich auch mega geil gefällt. Also viele Möglichkeiten und so. Selbst den Innenraum. Kann man auch mal zeigen kurz. Gibt ja auch geile Kamera. Hab ich auch schon gezeigt, ja. Da kommst du hier mit alten Kamellen, Junge. Nee, aber noch nicht den Mustang von ja, innen. Ja, das stimmt. Das ist right. Ja, also das recht. Sieht man jetzt auch nicht viel von meiner Innenausstattung. Nee, und das Spiel sticht ja natürlich auch durch seine Open World. Ist ja auch, eigentlich hätten wir das Spiel auch so USA nennen können. The States. The States. States of Anarchy. With cars. Na gut. Whiskers. Wie gesagt. Whiskers. Mein Gott. Alter, sind die Gott. Wahnsinnig hinter uns? Ja, ja. Voll die Verrückten alle. Alles klar. Oh nein. Boah, die Dreckspolizei direkt wieder. Nur mal eben Blechschaden verursacht. Naja. Ja, genau. Also damit verabschieden wir uns für diese Folge. Wir fahren dann im großen Bogen nach St. Louis in der nächsten Folge. Ja, genau. Alles klar, bis dahin, Freunde, ne? Und danke wieder fürs Zuschauen und so. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss. Geiler Donut. Sieht eher ein bisschen verkrüppelt aus. Ja, warte. Naja, egal. Kann man das eigentlich? Nein, na doch, hier. R2 und L2 gleichzeitig ziehen. Ja, mach ich die ganze Zeit, aber... Na, hat jetzt nicht funktioniert. Egal. Tschüss, Freunde. Ciao. Geil.